Hallo Trader, herzlich willkommen zu Pre-Market, dem Börsenausblick für den 28.08. Ja, heute ist Freitag, Optionen verfallen und ich habe euch ein paar Long-Chancen und ein paar Short-Chancen mitgebracht. Das alles ist meine persönliche Meinung. Bitte nicht nachtraden, wenn ihr es nicht auch selber gemacht hättet. Und ja, jeder ist für sein Geld selbst verantwortlich. Ich habe einen kostenfreien Telegram-News-Ticker-Kanal. Ja, dort beobachte ich weiterhin die Position, die ich hier euch heute bespreche und zeige euch auch, welche Position ich eingegangen bin und welche ich eventuell eingehe, bringe euch Nachrichten etc. Also einfach mal abonnieren, testen und dann geht es jetzt auch los. Die WIX Forward-Kurve, die ja sieht ja uneinheitlich aus. Das sind die verschiedenen Volatilitätsindizes, die so ein bisschen die Angst im Markt widerspiegeln. Und ja, da sind wir halt aufgrund der US-Wahlen. Interessanterweise ist der Future, der noch vor den Wahlen verfällt, deutlich höher als der zu den Wahlen verfällt. Also entweder preist der Markt da ein höheres Risiko ein. Ich meine, gut, wir leben auch in den unsicheren Zeiten. Durch Corona, weiß man nicht, gibt es einen neuen Lockdown etc. Der Unterschied vom ersten zum zweiten Future sind 4,3 Punkte. Ja, was schon recht deutlich ist, was auch der Normalfall ist, dass quasi vom vorderen bis zum hinteren es immer weiter ansteigt, weil die Unsicherheit ja größer wird, je weiter der Zeithorizont natürlich ist und dementsprechend ist das eigentlich der Normalfall. Dass es dann eben abflacht zur US-Präsidentenwahl hin, ist überraschend, aber wie gesagt, vermutlich erwartet der Markt. Allerdings sind wir in diesem Szenario schon länger, also das ist jetzt nichts, was sich jetzt gerade ergeben hat. Dann gucken wir auf den WIX selber. Das ist, ja, der wird berechnet eben aus dem WIX Futures, bezieht sich auf den, aber er repräsentiert ihn nicht ganz. Ja, der WIX Future im vorderen Monat, der steht, wie wir gesehen haben, also wir stehen mal bei 24,8. Im Index und 27,3 ist der vordere, also das muss man immer beachten. Ja, da gab es gestern einen kleinen Spike, das sehen wir gleich noch beim VVIX, da kam dann Unsicherheit auf und der WIX ist auch gestiegen gestern, obwohl der S&P 500 auch gestiegen ist. Das ist immer so ein kleines Warnsignal, also das, wie gesagt, das ist alles keine hundertprozentige Wissenschaft, sondern das sind dann immer so kleine Vorboten, wo man sagt, okay, da gibt es eine Diskrepanz. Normalerweise ist es so, wenn der S&P 500 steigt, dann sinkt die Angst und dementsprechend sinken auch die Indizes, also der Volatilität. Volatilitätsindex und der VVIX. In dem Fall haben wir jetzt sogar schon 3 Tage am Stück, das ist glaube ich sogar für heute, leicht steigende, wobei wir heute ja vorbörslich noch sind, da ist der WIX meistens auch noch etwas höher, weil ja Marktteilnehmer dann erstmal die Eröffnung abwarten wollen. Jetzt kommen wir zum VVIX, das ist die Volatilität. Auf die Volatilität ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber da werde ich in den nächsten Tagen oder in den nächsten Sendungen vielleicht nochmal mehr drauf eingehen, wenn euch das interessiert, dann einfach mal kommentieren. Und ja, da gab es, wie gesagt, gestern dann eben auch einen ordentlichen Spike nach oben zwischenzeitlich und wir sind dann doch auch auf einem höheren Niveau entsprechend geschlossen. Kommen wir zu den Einzelaktien. Qualcomm hatte ich auch im ja, Depot, habe da auf dem Ausbruch spekuliert, 2-3 Tage lang, ist nicht passiert. Noch nicht, wohlgemerkt. Bei positivem Marktumfeld oder einem Katalysator wie irgendwelche Nachrichten kann das leicht passieren. Das ist hier eine Ausbruchstrategie. Davos Box könnte man es in dem Fall auch nennen. Das heißt, wenn es über einen bestimmten Punkt rüber ging, wo wir schon mal kurz drüber waren, konnte sich dann aber nicht halten, dann ist eine weitere Kurssteigerung zu erwarten. Hier zum Beispiel könnte man das auch so sagen. Klar, hier gab es dann Earnings, wie man hier sieht. Aber oftmals sind das eben solche Katalysatoren, die das Ganze dann eben nach oben hin auflösen. Kommen wir zu Broadcom, die im gleichen Umfeld spielen. Und hier gab es bereits schon diesen Ausbruch vor ein paar Tagen. Richtiger Ausbruch jetzt auch noch nicht, aber zumindest weiter steigende Kurse. Und wie gesagt, das ist ja oftmals branchenabhängig, welche Branche läuft wie gut. Qualcomm hat das Ganze schon mal vorweggenommen, eventuell könnte man genauso sehen. Oder eben, da kommt vielleicht nochmal was. T-Mobile US bin ich selber aktuell investiert, spekuliere da auch auf den Ausbruch. Hier ist zu beachten, dadurch, dass ich sie im Depot habe, habe ich erstens natürlich vielleicht keine objektive Meinung mehr. Und zweitens habe ich sie dadurch natürlich den ganzen Tag beobachtet. Und auch als es ja stärker bergab ging an der Nasdaq, wo die Unsicherheit da war, hat sich T-Mobile sehr gut gehalten. Also sie haben da wirklich gute Stärke bewiesen. Was denn dafür spricht, dass an guten S&P 500 Tagen oder Nasdaq Tagen das Ganze auch nach oben hin ausbrechen könnte.
Dann kommen wir zu Lancaster Colony. Da weiß ich nicht mal, was die Firma macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das besprechen wir gleich. Gut, sind wir bei UPS, hier das Gleiche. Das sind alles immer noch bullische Möglichkeiten, von einem Ausbruch zu partizipieren. Das kann natürlich auch Tage dauern. Auch hier gab es ja, bei den Earnings einen Ausbruch nach oben. Dementsprechend ist das eine Art Konsolidierung und dann könnte es sein, dass es eben weiter nach oben geht. Bei E-Trade das Gleiche. Hier ist es sogar eine Long-Term Flatbase, also auf eine lange Sicht eine flache Basis, ein hoher Widerstand, der zu überwinden ist, die dann vielleicht oftmals dynamisch sind. Hier gab es dann zwar Earnings, aber seitdem eben hat sich das Ganze hier in einer Konsolidierung, in einer Range bewegt. Caterpillar genau das Gleiche. Das sind alles, wie gesagt, die Long-Geschichten, auf die man gucken könnte. Da liegen wir ja auch ja, in einer Short-Term-Flatbase. Ein Davos-Box ist es nicht. Aber eben dieses. Dann Take-Two. Bei EA, Electronic Arts, sind wir auch in einer ja, Davos-Box. Bei Take-Two gefällt mir das Ganze aber besser. Bei EA sind wir noch zu weit weg vom oberen Widerstand. Also Take-Two sollte man auch auf dem Schirm haben. Dann Armitech, ja, ebenfalls Short-Term Flatbase. Da müssten wir mal schauen. Ja, wie gesagt, ist jetzt auch kein super Wert, der super stark reagiert. Der Average Daily Range ja, liegt unter 2, was immer ja, bedeutet, keine große Volatilität. Beim Ausbruch kann sich das natürlich ändern, aber wie gesagt, im Laufe des Tages auch zum Daytraden dann nicht so super geeignet. Kommen wir zu den Short-Geschichten. Urban Outfitters. Hier gab es einen Ausbruch bei den Earnings. Und dann hat sich schon ein erstes negatives Signal gebildet, dass quasi ja, der hohe Ausbruch schon mal abverkauft wurde. Das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, dass am zweiten Tag unter den ja, Tiefskurs des Vortages gegangen ist. Und drittens, dass hier sich ein riesigen Gap gebildet hat, wo man sagt, ein Gap muss erst geschlossen werden. Ist nicht immer so, ja, also das ist keine hundertprozentige Wissenschaft, auch hier nicht. Dann sind wir auch beim RSI relativ hoch, also da sind wir auch noch im überkauften Bereich, genau, sind wir noch über 70 im überkauften Bereich. Also hier könnte sich eine gute Chance ergeben. Generell eignet sich das auch gut ja, zum Daytraden, weil wir hier bei einem Wert von knapp unter 6 sind. Also da ist eine 6-prozentige, 5 bis 6-prozentige Schwankung im Schnitt pro Tag drin. Das ist ja ganz ordentlich auf jeden Fall. Incorp, keine Ahnung. Also ihr merkt schon, ich bin fundamental bei den ganzen Aktien oder bei vielen Aktien auch gar nicht drin. Das geht da wirklich rein um Charttechnik, ja. Und hier sieht man das halt auch wunderschön. Hier gab es den Ausbruch, wurde ja abverkauft und am nächsten Tag ging es dann schon gleich richtig bergab. Das Gap wurde geschlossen, hat sich sogar ein neues Gap gebildet. Also da muss man dann auch wieder auf die Oberseite dann eben entsprechend achten und dann ging es wirklich mit hoher Dynamik gleich wieder bergab. Dann kommen wir zu Lancaster, die hatten wir vorhin schon mal. Hier auch die Situation, Earnings ordentlich nach oben gegangen, wurde abverkauft. Und jetzt ist man wieder quasi ja, auf Höhe der Davos-Box. Oder ist es eine Davos-Box? Ja, ist sogar eine Davos-Box. Ja, wo man gucken muss, bewegt sie sich jetzt da wieder rein oder ja, also da ist dann Vorsicht geboten mit 2% am Tag Schwankungen ist jetzt auch nicht so der super Titel. Hier haben wir eine sehr interessante Sache, Dick's Sporting Goods, haben wir auch wieder Gap Up, dann okay, hier wurde es nicht abverkauft, allerdings der zweite Tag, da wurde denn der weitere Anstieg abverkauft und hier könnte man schauen, wenn der Kurs unter 50,50 oder um zu sicher zu gehen, unter 50 fällt, eventuell könnte ich dort versuchen, eine Short-Position zu machen. Wir sind mit dem Average Daily Range bei 4%, das ist auch gut. Und wie gesagt, bei solchen Konstellationen kann es auch gerne mal mehr sein. Also wie gesagt, das wird was sein, was ich mir auf jeden Fall genauer anschaue. Hängt auch vom Marktumfeld natürlich ab. Dann Autoliv, auch hier weiß ich nicht, was die genau machen, also deswegen nicht darauf verlassen, was ich hier sage. Ja, hier gab es eben mal ja, eine Konsolidierungsphase, dann den Ausbruch, seitdem noch nichts Neues wieder, ein kleines Gap. Ja, wie gesagt, ist auch noch eine Idee. Und dann kommen wir zum letzten Wert, BMC Stockholdings. Ja, auch ein ordentliches Gap up und dann muss man schauen, ob es gehalten werden kann. Und ansonsten
Wobei hier die Earnings schon weit aus voraus waren. Also wahrscheinlich gab es denn da vielleicht irgendwelche News. Und dann hier unter 37 könnte man überlegen, vielleicht auch Short-Position einzugehen, damit A, das Gap geschlossen wird. Was mir eigentlich auch ganz gut gefällt, dass die Earnings schon weiter voraus waren. Da müsste man dann halt recherchieren, gab es Nachrichten oder nicht. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, ja, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, und ich habe auch einen News Trading Kanal auf Telegram. Den könnt ihr euch dann natürlich gerne kostenfrei abonnieren und schauen, was ich dann so mache. Ich poste da einige meiner Trades, nicht alle, aber einige meiner Trades, auch weitere Verläufe im Laufe des Tages halt natürlich. Okay, also dann bis dann, bleibt liquide und kommt gut durch den Tag.